Hallo, meine Lieben. Ja, jetzt ist das eingetreten, wovor ich richtig Schiss habe. Hab tierische Zahnschmerzen. Seit vorletzter Nacht. Da wir ja zurzeit Corona haben, musste ich mir erstmal einen neuen Zahnarzt suchen. Habe ich denn gestern telefoniert, in der Hoffnung, dass ich gestern noch rankam oder komme. Da wir ja leider Gottes Corona haben, ist es nicht so einfach bei uns. Es war eine nette Praxis gewesen, die ich rausgesucht habe, die mir auch empfohlen worden ist. Hab da angerufen, hab dann meine Situation erklärt, dass ich Agoraphobie mit Panikstörung-Patientin bin. Musste die nicht erklären, wie sich das äußerte und so was alles. Und dann fragte mich die Schwester, ob ich lange Anlaufzeit brauche. Ich so, ja, ich bräuchte ein bisschen Anlaufzeit. Dann meinte sie dann so, wie wär's mit Freitag? Da habe ich gesagt, nee, nicht mit den Schmerzen. Und dann habe ich für heute 15:45 Uhr einen Termin gekriegt. Ich habe tierischen Schiss davor. Weil ich war ja schon mal beim Zahnarzt gewesen und da wurde mir ein Zahn gezogen, wo ich der Meinung bin, der hätte nicht gezogen werden müssen. Aber gut, ist nur was anderes. Im Moment geht es mir total beschissen, um ehrlich zu sein. Schwindelig, Panik kommt immer wieder auf bei mir. Ich hoffe, dass ich innerlich spreche ich immer mir ein. Hoffentlich schaffst du das. Hoffentlich gibst du nicht um. Also diese typische Verhalten halt bei mir. Und ja, vielleicht kennt das noch jemand anderes, der diese Erkrankung hat, die mit genauso geht. Man versucht sich irgendwo ein bisschen abzulenken und ja, klappt nicht immer, sage ich jetzt mal so. Kasse ist ganz ehrlich. Dann ist man sauer auf sich selber, fällt mir mal so auf. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich das schaffe mit dem Zahnarzt heute. Muss sein, weil ich schlafe jetzt schon 2 Nächte nicht und das sind Schmerzen, vor allem wenn das so frontzahntechnisch ist. Also man kennt es ja von der Wange her, sage ich jetzt mal, so ein Backenzahn oder sowas. Aber wenn dann frontzahntechnisch was hast, oha. Ja. Da, wenn du Nebenluft ziehst oder so und man merkt den Zahn, sehr schön. Und nach jedem Mal Essen darfst du dir die Zähne putzen und hoffst nicht, dass die Englein pfeifen hörst, wenn da die Zahnbürste hinkommt und so. Und oha, ja, gut. Schauen wir mal. Ich werde natürlich davon berichten. Wie gesagt, im Moment ist noch die Panik sehr heftig bei mir, weil ich auch nicht weiß, was das wieder für ein Arzt ist, ob der mich ernst nimmt. Und man kennt es ja, ne? Wenn man, hatte ich ja schon öfters erzählt, dass man halt nicht so, wenn man bei Ärzten ist, ernst genommen wird, wenn man halt eine Panikstörung hat. Dann soll man sich ja nicht immer so haben, ne? Ich habe es mir halt nicht ausgesucht, diese Erkrankung zu haben. Und ich mache das bestimmt nicht aus Spaß oder so. Ja, gut, werden wir mal sehen, was das für ein Arzt ist. Wie ihr sagt, ich werde dann weiter nachher berichten. Bis später. Tschüss, tschüss. So, jetzt geht's zum Zahnarzt. Ich zitter wie Espenlaub. Warten gerade aufs Taxi. Also die Panik ist gerade sehr hoch bei mir. Ich hoffe, das sieht man nicht zu doll, dass ich zittere. Ja, ich hoffe, das überstehe ich alles. Okay, bis später.
So, meine Lieben, jetzt war ich gerade beim Zahnarzt mit meinem lieben Mann, der war so nett gewesen. Danke nochmal, dass er mitgekommen ist. Ich kann den nur empfehlen für Agoraphobie-Patienten in Berlin-Lichtenrade. Ich hoffe, man kann es sehen. Zahnärzte Freidank und Rotlicht, Litz. Was ist denn das hier? Alt-Lichtenrade? Ja, immer noch. Ja, Alt-Lichtenrade. 112. Und ja, ich habe jetzt einen neuen Termin gekriegt, weil das ist ein bisschen was langwieriert, da ich was am Schneidezahn habe. Und das war ein ganz lieber Arzt gewesen. Und der meinte dann so, damit das schick gemacht wird und so was, alle ein bisschen mehr Zeit. Und der war auch jetzt voll gewesen. Deswegen, ne, hat er mir einen neuen Termin gegeben. Die Schwestern sind auch sehr, sehr lieb. Ich habe denen das alle ganz genau erklärt. Agoraphobie und ja, super nett. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt. Ja, jetzt bin ich erstmal ein bisschen erleichtert. Ich krieg auch eine Zahnreinigung. Der wollte gerade mit mir diskutieren, ob ich meine Zähne putze. Kluppertack. Natürlich putze ich jeden Tag meine Zähne. Ja, ja, er hatte gesagt, sie müsst, na, die Zahnpflege ist aber auch nicht so doll, habe ich gesagt. Ich putze sie mir jeden Tag. Naja. Aber ich total gar nicht mitgeputzt. Ich putze mir natürlich jeden Tag die Zähne. Also, hallo? Das habe ich gelernt. Ja, nee. Wie gesagt, jetzt habe ich den nächsten Termin am 10.11. Am 10.11. Da werde ich natürlich auch berichten. Die Erwartungsangst war am schlimmsten, weil ich hier Knie. Ich habe hier wirklich gezittert und wie gesagt, alle super lieb. Jo, ich mache dann nachher noch ein Statement, wir warten gerade aufs Taxi. Ja. Jo, bis später. Tschüss. So, jetzt sind wir zu Hause. So, habe jetzt auch mal ein bisschen was gegessen, weil mir ist mittlerweile schon schlecht gewesen, weil ich heute nicht viel gegessen habe. Ja. Also, wie war das heute für mich? Das war für mich die Hölle gewesen, weil ich ja nun mal mit dem letzten Zahnarzt schlechte Erfahrungen auch mit mir gemacht habe, weil der gleich gezogen hatte und so meinen letzten Zahn. Meinen letzten Zahn, das hat der nicht so wirklich die Zähne mehr habe. Nee, da war bei der Hochzeit, als meine Hochzeit war, ist mir ein Zahn oben gebrochen. Und ich bin der Meinung, der hätte nicht gezogen werden brauchen. Die hat ihn aber gezogen. Und ja, und da war meine Erwartungsangst halt ein bisschen größer. Entschuldigung, ich rauche. Ja, ist übrigens auch so eine Sache bei Agoraphobie, sollte man nicht zu viel rauchen. Ich bin leider Gottes Starkraucher mittlerweile. Ich hatte so weiche Knie, mir ist schwindig gewesen, wie man das halt diese, was ich schon öfters gesagt habe, welche Symptome ich so habe. Und das war Hölle gewesen. Ich konnte denen erklären, die waren super lieb in der Praxis, muss ich sagen. Die haben mich dann auch gefragt, haben sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Zahnarzt? Ich so, ja. Haben sie nur Zahnarztangst? Und dann musste ich das nochmal richtig erklären, weil die haben das nicht so richtig mitgekriegt. Weil die haben auch gefragt, ob die Tür zugemacht werden kann und so. Und ich so, ich habe ja keine Klaustrophobie, ich habe eine Agoraphobie. Okay, was ist eine Agoraphobie? Ich so, ich habe eigentlich Angst vorm Rausgehen. Und krieg halt auch an Orten, wo ich noch nicht war, krieg auch Panikattacken. Okay. Ja, wie gesagt, der hat dann bei mir geguckt. Soweit sind die Zähne eigentlich in Ordnung bei mir. Halt, ich habe zwei Löcher. Ja, ein da. Ein großes Loch halt. Das ist aber glücklicherweise toi 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 noch nicht auf der Wurzel. Und das ist ein Loch, ein anderes Loch, das wusste ich gar nicht, weil da merkst du zum Glück toi 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 noch nichts. Das muss auch noch gemacht werden. Ja, wie gesagt, er fing dann an mit mir zu diskutieren hier von wegen, ne, Zahnreinigung und so was alles. Also ich putze mir jeden Tag die Zähne, also das habe ich, das ist normal, für mich ist das normal. Es scheint aber anscheinend zu wenig zu sein, weil ich habe
auf der Seite zwischen dem letzten und dem vorletzten Zahn eine Zahnfleischtasche. Und der hat dann da mit diesem komischen Piekser da, was die immer benutzen, die Zahnärzte, reingestochert. Und der hat dann da rausgeholt ein bisschen was. Und oh, das war so eine Erleichterung. Das habe ich zu ihm auch gesagt. Als er angefangen hatte, hätte ich die Wände hochheben können. Als er rausgeholt war, war es schön. Habe ich auch nur gesagt zu ihm, oh, schön, wenn der Schmerz nachlässt. Das habe ich aber auch nicht gewusst, dass es so weit gibt. Also so eine Zahnfleischtaschen. Habe ich wohl eine Tiefe da und da verfängt sich dann wohl alle drinne. Ja, er meinte, das kann sich daher entwickeln, weil ich zu fest zusammenbeiße die Zähne durch meine Panikattacken, beiße ich die Zähne zusammen und da kann sich sowas wohl entwickeln, meinte er. Ja, und dass die Frontzähne bei mir innen halt abgeschabt sind, meint er, ist auch normal durch diese Schneiden, durch das Beißen, Festbeißen. Aber ansonsten sind meine Zähne eigentlich völlig in Ordnung und ich brauche eine professionelle Zahnreinigung, weil ich ja viel rauche. Und ich trinke Eistee nur. Ich trinke ja nichts anderes, ich trinke nur Eistee. Oh, jetzt würden einige sagen, Eistee, zuckerhaltig. Eistee ist ja nicht so zuckerhaltig. Ich trinke ja diesen Pfanne-Eistee für sich. Das ist der einzige, den ich vertrage, weil sonst kriege ich nämlich Sodbrennen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, alle Dude meint da. Und dadurch, dass wir mehr Zeit brauchen, weil das ja nur hier ein großes Loch wohl ist, sollte ich einen neuen Termin machen, weil heute... Ich war erstaunt gewesen, dass ein Zahnarzt so besucht ist. Also, ja, er ist reingekommen und meinte dann so, ja, hätten sie was dagegen, wenn man einen neuen Termin, wie groß sind denn die Schmerzen und so. Ja, und er guckte dann halt, er guckte sich alle Zähne genau an und meinte dann nur, ja, sie haben Glück gehabt, das ist noch nicht bis zur Wurzel durch. Gut. Regelmäßig putzen, wenn sie Schmerzen haben, sofort herkommen, dann wird sofort gemacht. Ich kann natürlich auch ein Provisorium jetzt mit bei ihm machen, aber ne, können sie sich aus. Und habe ich gesagt, ne, ganz ehrlich, so doll sind die Schmerzen jetzt auch nicht. Und er meinte dann so zu mir, dadurch, dass ich hier hinten diese Tasche drin habe, zwischen dem letzten und vorletzten Zahn, da gibt es ganz dünne Pinsel, da kann ich dann zum Reinigen nehmen, das gibt es wohl öfters bei Patienten, die kannte ich gar nicht, da hat er mir das dann gezeigt, diese Pinsel, okay, dachte ich, ja, gut, ja, holt mir meinen Mann denn, ne, dann kann ich mir einen im Mund rumbohren, ja, gut, schlechte Erfahrungen, ne, machen viel aus bei Panikpatienten, habe ich mal heute festgestellt. Ich bin gespannt, denn das nächste Mal habe ich dann in einem Monat einen Termin, dass das gemacht wird. Und wie da ist mit der Angst. Ich habe ja wirklich, das war wie so ein Wabern, wie das die Psychologin da bei dieser Studie erklärt hat. Das war richtig, dann kurz runter mit der Angst, dann wieder hoch und runter und auf dem Stuhl auch runter, hoch, runter die Angst. Ja. Ich bin gespannt beim nächsten Mal, ganz ehrlich. Also, der erste Arzt, sag ich mal, bis jetzt, toi toi toi, der meine Angst ernst genommen hat, muss ich sagen. Sollten sich mal manche andere Ärzte mal eine Scheibe von abschneiden, weil wir haben uns das nicht mit Agoraphobie ausgesucht und machen das nicht absichtlich oder so. Und das hat auch nichts mit Zusammenreißen zu tun. Das wäre ungefähr genauso, als wenn ich einen Depressiven sage, nun, du hab dich mal nicht so und stell dich mal nicht so an. Im Übrigen kann man bei einer Agoraphobie auch Depressionen kriegen. Ja, aber wie gesagt, war halt sehr, sehr anstrengend. Ich bin gespannt, wie ich heute Nacht schlafen werde. Im Moment habe ich keine Schmerzen. Toi, toi, toi. Ich werde wahrscheinlich aus dem Zähneputzen jetzt nicht mehr rauskommen. Bis nach dem Termin. Ja, gucken wir mal. Ich werde das natürlich weiter beibehalten, weil ich glaube, umso älter du wirst, umso öfter musst du dir die Zähne putzen. Aber ich habe mal nicht mal
was Schlechtes von meiner Mutter geerbt, weil ich sonst alle möglichen Körperanzeichen und sowas, alles habe ich immer von meiner Mutter. Die Zähne scheine ich von meinem Vater zu haben. Der hatte nämlich gute Zähne. Ihr habt außer die Frontzähne, die wurden ihm durch den Volleyball damals aus Versehen. Ja, wer Volleyball kennt, beim Blocken am Netz ist einer mit dem Ellbogen und hat ihm die gesamte Vorderfront dann rausgehauen. Ansonsten hat er bis zum Ende sehr gute Zähne gehabt. Die scheine ich wohl von ihm gehabt zu haben oder gehabt zu haben. Tja, gut. Wie gesagt, tut mir leid, dass zurzeit nicht so oft Videos von mir kommen. Beim Agoraphobiker ändert sich nicht viel. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich da für ein Erklärvideo mache. Das ist nicht so einfach. Hatte ich ja nur schon öfters erklärt. Ihr könnt mir aber auch, wenn ihr möchtet, bei meinem anderen Nebenprojekt gerne zuschauen, wenn euch das interessiert. Ich mache Gaming. Zurzeit spiele ich Minecraft. Paragora-Anime mache ich hier unter dem Video, verlinke ich das. Den Kanal von YouTube könnt ihr gerne vorbeigucken. Da helfen mir dann so ein paar Leutchens, dass ich mein Selbstbewusstsein ein bisschen wieder aufbaue. Aufgrund dessen habe ich ja diesen Kanal. Da heiße ich ja Para Agora, also das Para halt für Paranormale und Agora für Agoraphobie. Ja, die helfen mir dann halt mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist eine lustige Truppe und ja, fühle mich eigentlich ganz wohl. Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, kommt jeden Tag kommt da ein Video. Ein Gaming-Video, wo wir uns über verschiedene Themen miteinander unterhalten. Ja, wir sind da offen und ehrlich und man kann uns natürlich auch Fragen stellen unter den Videos, die wir auch beantworten. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde natürlich beim nächsten Zahnarztbesuch wieder berichten. Ansonsten, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich noch, wenn das irgendjemanden interessiert, ich mache zurzeit Elfengläser und da werde ich wahrscheinlich mal ein Video machen, wie ich die so mache. Ja, weil einige Leute mich immer gefragt haben, oh, machst du mir auch eins, was kosten die denn? Und ja, also die würden 10 Euro kosten, die Gläser. Aber dauert, ich habe jetzt eine sehr große Vorbestellung, deswegen dauert es jetzt sehr lange, wenn ich die machen würde. Ja. Ja. So, ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Video. Wie gesagt, tut mir leid, dass da nicht mehr so oft so viel kommt. Habe ich alles schon erklärt, muss ich glaube ich jetzt nicht nochmal erklären. Ja, ich wünsche euch was. Bleibt bitte gesund, alle Mann, weil die Corona-Zahlen steigen ja jetzt leider Gottes mal wieder. Ja, bleibt wie gesagt gesund und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen oder ein Abo da lassen. Ansonsten schaut gerne auf meinem Gaming-Kanal, den ich hier drunter verlinken werde, vorbei und da seht ihr dann auch, wie es mir geht und so, könnt ihr mir Fragen stellen. Und ich bin jetzt weiter und weiter dran mit, dass ich wahrscheinlich live gehen werde mit Gaming und ja, schauen wir mal. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, danke, dass ihr mir gewogen bleibt. 1000 Küsse an euch. Ja, ich gehe mir manchmal selber auf den Sack mit meinen Panikattacken, aber ich hab's geschafft. In diesem Sinne, tschüss.